Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Willkommen zurück hier bei BioShock und na, wie geil war das denn gerade? Tja, solltest vielleicht vorher gucken, wo du langläufst. Ihr schmeißt irgendwas mit was rum. So, also, wir sind im nächsten Teil angekommen. Und werden uns hier weiter umschauen. Wir sind im... Wie nennt sich das? Im Tea Garden, im Teegarten sozusagen. Nehmen wir einfach eine Pistole. Hallo? Ich möchte dich gerne abschießen. Oder so. Mit der Keule. Na toll. Was soll das? Ach, das muss ich mich hier vorbeikriegeln. Na gut. Also, wir sind im Teegarten und haben hier ein paar interessante Sachen gefunden, beziehungsweise auch ein paar interessante neue Gegner. Und die werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen anschauen, beziehungsweise überhaupt anschauen, was hier so geht. Wir haben hier so eine kleine Jump-and-Run-Einlage, wollte ich gerade sagen. Okay, hier waren wir schon. Okay, hätte ich das gewusst. Dann wären wir natürlich einen kürzeren Weg gegangen. Ja, und hier ist es ziemlich gruselig, beziehungsweise jumpscaring. Ja, bloß dieser Sack hatte ich gerade umgehauen. So, hier haben wir noch Little Sister. Alter, an jeder Ecke gibt's hier Geräusche. Macht hier irgendeiner Töne. Es ist voll assig, ey. Ach, hier ist ja eine. Okay. Besuch? So, wie auch immer, wir hätten hier mal Stickstoffgranate, Napalm, ionischer Schrot, Eve-Spritzen. Okay, das Geld sparen wir uns lieber. Ja, im Zirkus der Werte, jawohl. Und wir wollen zur Metro. Was heißt denn hier, lauft? Halt einen Rand. Sie kommen! Dieser Ort gehört uns! Uns! Oh, da sind sie wieder. Diese hässlichen Scheißtypen. Komm her, wo bist du? Da haben wir noch eine Eve-Spritze, die holen wir uns jetzt erstmal. Also wenn eine Spritze so auf mich zufliegt, da würde ich aber auch nicht einfach stehen bleiben, ne? So. Okay. Hier gibt es wieder ein kleines Waffen-Upgrade. Hm. Ah, jetzt kann ich diese... Alles klar. Okay, jetzt weiß ich, wofür die Teile sind. Ich kann aus den Dingern hier was herstellen. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Explosivschrot brauchen wir erstmal alles nicht. Hier unten gibt es ein bisschen was zu gucken. Okay, alles Klärchen. Jetzt weiß ich so langsam wieder, wie es war. Okay.
Ihr hört, was wir hören? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Hier muss irgendwo eine Kamera sein. Ja, genau. Komm mal so ein bisschen den Blick der Nähe. Mach den mal. Oh. Ich mach mir erstmal hier ein bisschen Platz. Und fährt dann. Oh, es ist gleich da drüben. Scheiße. Auf die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt. Wo war die jetzt? Wo war die jetzt? Irgendwo hat es doch gleich rumgeheult. Hä? Da! Da ist sie. Hast du dir so gedacht? Blöde Cam. Nee, da wollen wir erstmal noch nicht rein. Wir wollen hier erstmal ein bisschen alles erkunden. Hier gibt es nämlich ganz viel Geluck und Kram. Du bist ein Leiderstack! In der Stadt! Arschloch! Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und neben dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Der Plasmid Blues. Was? Ach, scheiße, Mann. Komm her. Wo bist du? So, was bist du? Noch ein Tuckisch. Finger weg von mir! So, wo ist denn jetzt aber der andere? Aber das war kein gutes Bild. Den kriegst du auch so mega schwer. Da ist er. Jetzt hab ich dich. Wäre das kein... Oh, das ist... Ah, Bild! Muss das sein? Jetzt haben wir's. Jetzt aber. Na gut, dann halt nicht. So, brauchen Sie etwas Ruhe? Natural Camouflage. Hören Sie einfach auf, sich zu bewegen. Sie werden unsichtbar. Was? Mega. Heilung. Alter! Ryan, passt auf mich auf, nicht auf dich. Das war's. Damit habe ich meine Zeitwaffe. Wie ultra. Ich bin hergekommen durch einen Traum. Dieser Traum wird wahr werden. Boah, wie geil! Willkommen im Zirkus der Werte. Willkommen. Oh. Witzel! Aber wie geil ist das denn? Ich bin unsichtbar! Unsichtbar! Means nicht sichtbar! Na, das ist ja ultra geil. Was ist hier das hier? Schon wieder irgendwelche komischen Bildchen und Schriftzeichen. Aber das ist ja mega cool. Boah, hätte ich das damals gewusst, als ich das erste Mal gespielt habe. Das macht das Spiel ja um einiges leichter. Guck. Zack. Einfach nicht mehr sichtbar. Extrem cool. Oh, hier mal wieder ein Safe. Sehr schön. Bandagen.
So, den hätten wir jetzt aber mal wieder so. Es wird langsam langweilig. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Lol? Das geht doch gar nicht. Okay, du möchtest wahrscheinlich... Oh, nö. Hier, Klappe zu, Affe tot. Dann hacken wir dich halt so. Zumachen! Oh! Scheißviecher! Gut, die 20 Sekunden, die warten wir jetzt eben. Die warten wir jetzt eben. Aber sag mal, den konnte man doch gar nicht hacken. Da hast du doch gar keine Chance. So, dankeschön. Ist vorbei. Wir haben keine Munition mehr auf der Waffe, so gut wie. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen, aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Das ist schön, was der Andrew Ryan sagt. Oh, da ist der Big Daddy. Dich kümmern wir uns auch noch in dieser Folge. Jetzt gucken wir aber erstmal noch, was es hier so Schönes gibt. Weil irgendwas muss hier ja auch sein. Ich will irgendwelche Schriften. Boah, nee, ne? Mein lieber Freund, ne? Nur mal so. Fall um. Was denn, das war's wohl schon hier? Nee, das kann's doch gar nicht sein. Irgendwas muss hier doch sein. Sonst würden die doch hier nicht so einen extra Unterwassergang machen. Oh, was ist mit dir passiert? Nicht gut? Scheiß drauf. Durch. Für eine Pistole oder was? Hör doch auf. Eine leere Hypnospritze. Was auch immer eine leere Hypnospritze ist, wir werden es rausfinden. Früher oder später. So, hier waren wir schon. Ach, hier kann ich jetzt das Ding basteln. Gucken wir, ob es vielleicht was Neues gibt. Nö. Schrauben. Alles gut. So. Dann, gehen wir es mal an. Das Ding hacken wir kurz, damit wir, glaube ich, einen Verbandskasten bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Beziehungsweise einfach erstmal so geheilt werden. So, zack. Rüber. 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 Und rüber. Okay, da kann man sich für $10 heilen. Das ist schon mal gut. So, haben wir hier noch was? Upgrades kaufen. Das ist natürlich noch perfekter. So, Kampftonika. Körpertonika sorgen dafür, dass du Schaden besser einstecken und zufügen kannst. Je mehr Slots vorhanden sind, desto mehr Tonika können verwendet werden. Ah, okay. Alles klar, jetzt kann ich die Dinger hier holen. So, gut, das haben wir. Nehmen wir das Eve-Upgrade mit. Was haben wir hier denn noch? Cyclone Trap, Eve-Saver. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Nehmen wir mit. Verringert die Preise. Nehmen wir auch mit. Das brauchen wir nicht. Statische Human Inferno. Okay. Gut, wir nehmen das Gesundheitsupgrade mit. Das ist erstmal das Wichtigste, gerade im Kampf gegen einen Big Daddy. Sollte das auf jeden Fall genutzt werden. Und jetzt suchen wir uns den guten mal. Oh. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wärmesuchende.
panzerbrechende Munition. Komm erstmal nicht. Aber das Ding hacken können wir auf jeden Fall mal schnell. Was? Lol? Was? Oh Scheiße. Ah, Kurzschluss. Kurzschluss ist nicht so schlimm. Richtiger, schlimmer ist das andere. Okay, so. Hoch. Hoch. Rüber. Hoch. Scheiße! Wie soll das gehen? Geht gar nicht. Das ist ein Verarschteil. Voll das Verarschteil hier. Komm. Hacken. Ich habe keinen Autohacker dabei mehr. Oh Mann! So ein Rotz. So, dann machen wir den Big Daddy halt in der nächsten Folge. Geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Oh, das ist unfinden. Irgendwer schießt gerade. Ist da ein Maschinenspiel? Oh. Alter, von wo schießt du denn? Da unten. Scheiße, jetzt bin ich tot. Okay, gut, wir machen hier einen Break und ich werde den Spielstand wieder laden und werde bis dahin auf jeden Fall wieder weiterspielen. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.